Willkommen zurück. Wir sind ja am Campus und müssen uns hier noch ein bisschen durchwimmeln. Und ich habe hier einen Code bekommen. Jetzt weiß ich allerdings noch gar nicht, wozu der gut ist. Wir haben den Elektroschockhelm, wir haben die Glocke und wir haben den Code. Ja, das dachte ich mir. Das kriegen wir damit nicht auf. Da brauche ich bestimmt eine Säge. Schade auch, dass wir nicht nach oben kommen. Und der Putzeimer steht hier immer noch. Okay, schaue ich mal kurz, wo wir hin müssen. Ins Aktenarchiv, natürlich. Okay, so, was haben wir denn hier? Hier oben haben wir ja noch... Ach ja, die Schreibmaschine, Moment. Y, D und das Prozentzeichen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das die Schreibmaschine entsperrt. Es wäre irgendwie lustig. Analoge Entsperrung. So, wir brauchen das Y, das ist da oben. Dann brauchen wir das D und wir brauchen das Prozentzeichen. Ui. Nein, ich wollte den Brief lesen, was? Ach, schade. Aber wir haben die Drahtsäge, damit können wir zurück. Und zwar hierhin. Und können erstmal die Tür durchsäbeln, beziehungsweise den Riegel abmachen. So, dann lass uns mal eintreten in Schnitters Hörsaal. You shouldn't have followed me. You don't know what you're dealing with. Sie hätten mir nicht folgen dürfen. Sie wissen ja nicht, mit was sie zu tun haben. Das stimmt. I won't help you, if that's what you're after. Our goals are very different. Ich helfe Ihnen nicht, falls das Ihr Anliegen ist. Unsere Ziele sind sehr unterschiedlich. Or did you want to arrest me, now that I'm wounded? And on what grounds? Just leave me alone to nurse my wounds. Oder wollen Sie mich verhaften? Jetzt, da ich verwundet bin? Mit welcher Begründung überhaupt? Lassen Sie mich einfach in Ruhe. Ich komme schon klar mit der Verletzung. Oh, oh, was ist denn da passiert? Ein Pfeil hat sie getroffen. Ist sie auch hinter Schnitter her? Was verbirgt sie? Sie ist zu stolz, um zu fragen, aber ich kümmere mich natürlich um ihre Wunden. Keine Frage. Die Nutzbarkeit eines Menschen endet nicht mit seinem Tod. What? Ich weiß, dass Leichen für anatomische Studien verwendet werden, aber es schüttelt mich trotzdem ein bisschen. Ja, das finde ich auch krass. Aber tatsächlich, zu der Zeit wurden unheimlich viele Leichen verkauft zu medizinischen Zwecken. So, hier brauchen wir einen Schieber. Hier haben wir ein Buch mit einer zerrissenen Seite. Phrenologie ist schon länger verrufen. Der Batterie nachzuurteilen, dient das Modell mehreren Zwecken. Komm, Gehirn aufladen. Könnte ich eigentlich auch mal gebrauchen. Okay, doch, der Helm. Ah. Na dann, sag mir, was weißt du? Okay. Eins, zwei, müssen wir es drehen? Ja, warte mal, den. Den. Und den. Hui. Was haben wir denn bekommen? Eine rote Glühbirne. Ich fasse es ja gar nicht. So, das ist der berühmte Hörsaal. Wo alle Studenten drumherum sitzen und eigentlich gar nichts sehen können. Hier die Eimer. Ich will nicht wissen, was drin ist. Das erspare ich uns mal lieber. Die rote Glühbirne. Wir müssen nochmal zurück. Und zwar hier. Wegen dem hier. Hui. Wir können entwickeln. Was entwickeln wir denn? Wir haben auf jeden Fall schon mal eine Nadel. In einer Dunkelkammer sind für gewöhnlich auch negative. Okay, die habe ich aber noch nicht. Ich habe nur diese zerrissene Seite. Negative, wo bekommen wir sie her? Hier ist aber noch was zu tun. Ja, aber wo? Nadel. Aber hier ist doch gar nichts weiter. Ah, warte mal, kann ich da die Glocke nicht hinhängen? Nee. Schade eigentlich.
ein Negativ. Okay, ich habe mich verguckt auf der Karte. Also, wir... Nein. Nein. Okay, ich dachte schon. So, wir brauchen einen Schieber. Nee, das ist er nicht. Und das ist er auch nicht. Ach, die Kiste kann ich mitnehmen. Oh. Ups. Oh nein, Wolle. Oh nein. Ich glaube, wir sticken ihr ein Monogramm auf die Verletzung. Aber warum auch nicht, ne? Immer diese normalen Nähte ist ja auch öde. Können wir hier noch irgendwas mitnehmen? Spritze? Erste Hilfe, Kasten, Symbolschlüssel. Hier ist Platz für Nadel und Verband. Verband habe ich nicht. Das bekomme ich nicht mehr auf. Das heißt, den Verband werden wir irgendwo anders finden. Okay. Na gut, wir haben einen Symbolschlüssel. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Wolle. Symbolschlüssel. Hier war ja nichts mehr zu... machen. Ich habe nur laut gedacht, ja? Ich habe es nicht ausgesprochen. Okay, wir gehen in Schnitters Büro. Oh, da ist er ja, der gute Schnitter. Was für eine Deko. Aber, ne, warum nicht? Also jeder hat so seine eigenen Hobbys. Also ich nehme mal an, hier steht der Vorgänger. Gut, wir gucken... mal auf dem Schreibtisch. Meiner sieht auch, naja, aber nicht ganz so. Also zum Beispiel fehlen mir die Weintrauben auf meinem Schreibtisch. Ja, was suchen wir denn? Wir suchen hier Garn. Wir suchen den Hut. Den habe ich schon mal. Dann suchen wir das Gerippe. Habe ich auch schon mal. Den Becher. Knopf. Die Aale. So, das Garn oder was auch immer das sein. Blutegel. Nein, danke. Ich mag meine Finger. Oh nein. Ah, okay. Ich dachte schon. So, das Teil haben wir auch. Was ist das denn hier? Ein Blutegel. Nee, ein Ohr. Okay. So, das Teil brauchen wir auf jeden Fall. Und jetzt muss ich irgendwas nehmen, um Garn. Um das da rauszubekommen. Aber was? Schere? Puppe. Ist ja keine Zange oder sowas? Ach, hier, da hinten. Ah, wir haben den Scarifikator. Also, kennt man. So, okay, wir brauchen die Blutegel. Nee. Kriegen wir jetzt die Blutegel? Und wenn ja, wie bekomme ich sie? Ich weiß nicht, was ein Scarifikator ist. Schande über mein Haupt. Ja, muss er hier irgendwas machen? Was? Ach, ich schaue mich erst woanders um. Ach so. Ja, hier oben haben wir ein Poster von einem Herz. Da ist ein Zylinder. Hier ist aber ansonsten, glaube ich, nichts weiter. Ist das Schnitters Vorstellung von einem ansprechenden Büro? Was will er damit aussagen? Ich denke mal gar nichts. Das war ein Architekt. Der billigste wahrscheinlich von Wisch bestellt. Scarifikator. Nein. Die Klingen können so eingestellt werden, dass sie den Vertiefungen in der Tür entsprechen. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also die erste muss tief, die zweite nicht. Die muss tief, die muss nicht, die muss tief. So, ich hoffe,
Der sitzt es richtig an, das muss ich so umgekehrt machen. Nein, es war richtig. Alles klar, so, Filmrolle haben wir. Ach nein, ist ein Verband, oh. Und ein Schädelmesser, na ganz toll. So, bitte, Madame. Your efforts are in vain. Komplizierter geht's nicht. He will outsmart you as he has everyone else. This university, the city of London, me. He has terrible secrets, but they will remain his own. Ihre Bemühungen sind vergeblich. Er trickst sie aus wie all die anderen. Die Universität, die Stadt London und mich. Er hütet schreckliche Geheimnisse und er wird sie für sich behalten. If you insist on pursuing him, you must do so alone. I won't be the cause of any more suffering. I got what I came for. Goodbye. Wenn Sie ihn weiterverfolgen wollen, dann sind Sie auf sich allein gestellt. Ich will nicht noch mehr Leid verantworten. Ich habe, was ich gesucht habe. Leben Sie wohl. Leb wohl, was für eine Schande. Sie weiß so viel und gibt nur so wenig Preis. Tja, man weiß nicht, warum das so ist. So, wir haben ein Negativ und Parfum. Parfum? Mein Französisch ist perfekt. Okay, dann gehen wir mal zurück. Und zwar hierhin. Oh, der macht es alleine. Oder auch nicht. Ich muss das Fotopapier, ja bitte. So, jetzt da drauflegen. Super, pressen. So macht man gute Dias. Warum hat sie ein Foto von Schnitters Büro zurückgelassen? So, wahrscheinlich wegen der Anordnung hier, vermute ich mal. Ich bin mir aber natürlich, wie immer, nicht sicher. Alle Angaben ohne Gewähr. So, dann gehen wir mal rein. Naja, ich ahne es. Nee, geh mal weg. Aha. Weg. So. Einige Dinge im Büro wurden umgeräumt. Zufall oder nicht Zufall? So, der Kerzenständer wurde umgeräumt. Der Zylinder muss... nein, dahin. Der muss andersrum, weil der steht hier auf dem Kopf. Sieht aus, als hätte er einen Eimer in der Hand. So, und der Globus muss auch auf den Tisch. Hui. Schnitter ist smart, aber ich bin smarter. Okay, da ist Schnitter. Jetzt wollen wir mal horchen. To think that my ambitions were once ridiculed. No one believed I would come this far. But now the world will sing my praises. I've become a renowned professor. But even that image does not suffice. I'm on the brink of a discovery that will shake this world to its core. With the help of my benefactor, I can soon reveal my true genius. My future will decide the future of mankind. Welche Entdeckung kann so einflussreich sein? Vielleicht finde ich hier irgendwelche Spuren. So, die Rote Queen wollte Beweise. Die hat sie jetzt. Aha. Die haben wahrscheinlich ein... Rottweiler scharf gemacht. Was? Die Hunde scheinen zu verwesen. Oh. Ja, gut. Ja. Lecker. Kann ich das? Nee, kann ich nicht. Schädelmesser, Körperteile. Hm. Das Parfüm brauchen wir wahrscheinlich wegen dem Gestank. Kann ich das hier rausholen? Ja. Super, okay, wir haben eine Klemme von dreien. Was mache ich jetzt mit den Körperteilen? Ich will die nicht in meiner Tasche rumtragen, das ist eklig. Okay, was haben wir hier? Info. Gib jedem Löwen eine Metallkugel. Wähle einen Löwen aus, um ihn eine Kugel nehmen oder freizugeben. Um ihn eine Kugel nehmen. Naja, zu geben wahrscheinlich. Oder eine freizugeben. Jedes Mal, wenn ein Löwe eine Kugel nimmt oder freigibt, bewegen sich die anderen Kugeln eine Stelle weiter. Toll.
Wie drehe ich die jetzt? Was ist denn das für ein Spiel? Okay, ich verstehe den Sinn des Spiels nicht wirklich. Tja, die muss jetzt noch einmal rum. Ich kann aber nicht drücken, das heißt, ich müsste jedes Mal... Och ne, das ist ja mal ein doofes Spiel. Ja, gut, geschafft. Die Löwen haben alle eine Kugel, die haben was zu spielen. Und ich freue mich, dass es beendet ist. Das habe ich nicht erwartet. Dann mal auf in den Kamin. Was, das hast du nicht erwartet? Also, das wusste selbst ich. Okay, durch den Kamin auf den Dachboden. Der hat Handschuhe an und hat trotzdem nicht in das Glibberglas gefasst. Oh. Was zum Teufel, die verwesenen Hunde, sie leben. Ich nehme mal an, die riechen auch ein bisschen. Können wir die hier zusammenknoten? Wow, ich muss die Hunde loswerden. Hier, habt ihr ein paar Knochen. Ich. Öffnen. Klingeln. Was zu lesen. Fesseln. Öffnen. Ach, ich habe ja einen Regenschirm. Oh. Nee. Was mache ich mit dem Regenschirm? Oh nein. Oh, die armen Hunde. Egal, ob die schon am Verwesen sind. So, was habe ich denn bekommen? Ein dreckiges Halsband. So, der steht aber noch. Kann ich jetzt hier was wegräumen? Komme ich überhaupt auf den Dachboden? Glaube nicht. Dreckiges Halsband. Ich muss mir was anderes einfallen lassen. Also hier muss ja noch irgendwas zu tun sein. Sonst wäre die Szene beendet. Ich geh nochmal hoch. Oh nein, die Viecher lassen nicht locker. Oh nein, sie kommen runter. Lass uns weglaufen. Kann ich sie wieder zumachen? Warte mal, zumachen. Sie riechen mich. Oh nein. Schnell, Parfüm rein. Das sollte sie ein wenig aufhalten, aber ich beeile mich trotzdem vorsichtshalber. Na, aber natürlich. So, Tür zu machen. Weg sind sie. Regenschirm vor. Und wir begrüßen hiermit herzlich die Katze, die auch mal wieder da ist. So, sie verfolgen mich weiter. Na, die können bestimmt die Tür aufschließen. Nee, Klemmen habe ich auch nicht genug. Hier ist ein paar Knochen. Ach ja, er wieder. So, ich gehe mal in den Hörsaal. Nein, ich muss die Hunde loswerden. Ach, verdammt, hier. Wie denn? Klingeling. Okay, Glocke. Nein, ich gehe lieber raus. Was? Der muss immer noch die Hunde loswerden. Ja, wieso? Jetzt ernsthaft? Ha, die Drecksbrühe wird sie verwirren. Okay, so. Können wir die jetzt verprügeln? Nicht. Knochen. Glocke. Halsband? Fesseln? Nee, okay. Ah, jetzt kann ich wieder raus. Oh mein Gott, wie spannend. Das Aktenarchiv, klar, das ist meine einzige Chance. Hier, guck mal. Okay. Ich bin gerade verwirrt, weil die Katze verwirrt ist. Da ist doch nichts. Mach mir keine Angst. Okay, so. Wollen wir mal. Karte kann ich im Moment nicht benutzen. Wieso nicht? Okay, da komme ich nicht mal rein. Achso, dann geht es sowieso nur noch da. Moment, da hat es gerade geglitzert. Ich weiß nicht, ob da noch was war. Nein, ich glaube aber, wir kommen hier weiter. Naja, oder auch nicht. Wie gewonnen, so zerronnen sozusagen. Ja, toll. Bin ich jetzt gefangen? Was ist das denn? Ich glaube, die Musik könnte auch tatsächlich noch ein bisschen lauter.
Ist gerade so dramatisch. Ich habe die vorhin ein bisschen leiser gestellt, weil ich gemerkt habe, es ist doch ein bisschen zu laut. Aber jetzt fehlt sie. So, hier, nee, kein Glitzer, alles klar. So, ich muss immer noch die Hunde loswerden. Die Tür kann ich ja hinter mir nicht schließen. Okay, was muss ich machen? Vielleicht kann ich die Hunde hier reinlocken, wenn ich eigentlich... Ah, lag ich damit vorhin gar nicht mal so falsch. So, wir gehen jetzt erstmal nach oben. Nee, ich könnte doch hier erstmal ein Band anbringen. Vor allem voll die fette Wolle, was das wohl für ein Pullover ist. Okay, Klingeling. Weg sind sie, Gott sei Dank. Können wir jetzt die Tür zumachen? Also, hab ich euch, ihr verdammten Köter. Also, das habe ich nicht gesagt. Ja, ich mag Hunde. Das ist hier, ne, und so. Okay, gut. Dann gehen wir nochmal ins Büro auf den Dachboden. Lauert hier noch etwas anderes in den Ecken? Ich brauche Licht. Ach komm schon, stell dich nicht so an. Oh. Was? Und der Fisch, der ist so cool. Aber da ist gerade Fischfutter reingegangen. So, ich glaube nicht, dass Schnitters Experimente harmlos sind. Nee, das glaube ich jetzt eigentlich auch nicht. So, aber ich kann hier... Ah nein, ich wollte doch gar keinen Tipp. Na egal. Ich wollte eigentlich auf die Karte, ich habe mich vertippt. Okay, nicht vergessen, Generator, exakt 13 Sekunden, nachdem er anfängt zu laden, einschalten. Dafür sind die Sanduhren, du Trottel. Okay, ich wusste gar nicht, dass eine Sanduhr so genau ist. Offensichtlich hatte Schnitter Probleme mit seinem Generator. Der Fehler wird mir nicht unterlaufen, so sieht sie nicht aus. Okay, so, dann wollen wir mal anfangen. 13 Sekunden. Vier. Sieben. Acht. Ah, verdammt, wir brauchen noch einen. Nein. Info. Hey, der macht von allein. Ich muss das wieder hochkriegen, aber das kriege ich dann nicht mehr. Den kriege ich nicht runter. Eine 13. Wir nehmen den nochmal. Ah, verdammt. So. Und das ist doof. Warum geht es von alleine los? So, wir haben jetzt 4. 4. 8. 1, 2, 3, 4. Etwa 7. 4, 7, dann hätte ich wieder 13. Das ist auch zu blöd. Naja, dann hätte ich 13. So, und wenn ich das jetzt mache, dann haben wir 12. Und wenn ich das durchlaufen lasse, dann haben wir wieder von Anfang an. Ja, dachte ich mir. So, ich will den hier wegkriegen. Aber ich kriege ihn nicht mehr weg. Er fängt mit der 4 an. 4, 8... Nutzt nichts. Doch warte mal, 8 und 6 sind 14. Ja, ist genauso schwierig. Warte mal, 8. 4. Was passiert, wenn ich dann? Fängt ihr doch von vorne an. 7. Dann sind wir wieder bei 14. Nee, bei 8. Nur. Okay, dann wären das jetzt 6. Dann haben wir 14. Das heißt 4. Und 2. Ah, nein, das sind... Moment, dann müsste der hier. Hä?
Hey, das verstehe ich nicht. Oh, ich hasse es. Warum habe ich den Hebel gedrückt? Info. Ja, die große 7. Ja, danke schön auch fürs Gespräch. So, 8. Wenn ich 4 mache. Nee, dann machen wir die jetzt. Ja, mal läuft die ganz durch und... Oh, wieder die 4. Oh, das kommt, wenn man einfach Knöpfe drückt. Lasst euch das eine Warnung sein. So, jetzt haben wir 7. Wenn ich jetzt das mache, dann habe ich die 8. Das bringt mich nicht weiter. Das heißt, hier machen wir jetzt 7. Verdammt. Also ich glaube, das kriege ich tatsächlich... Also ausnahmsweise mal nicht, dass ich sonst nur... Was kriege ich mal nicht gelöst, also... Schäme mich. So, das wären dann jetzt 3. Und dann müsste der doch jetzt eigentlich nur eine 1 machen. Und das macht er nicht. Mal macht er nur eine 1 und mal nicht. Einmal versuche ich es noch, dann... Ich auch nicht, springe aus dem Fenster. So, 7. Ja, wenn ich den wieder durchlaufen lasse, dann haben wir natürlich wieder... ...14. Oh, das ist aber vertrackt. Ist bestimmt ganz einfach, nur für mich wieder nicht. So, wenn ich da jetzt ein, dann habe ich 8. Dann müsste der nach vorne sein, aber dann habe ich 8 plus 6 sind 14. 8. Nee. Ich verstehe es nicht. Mal so, mal so. Ja, mach's gut. Überspringen? Ja, ich muss. Ich kann nicht anders. Die Zuschauer wollen das so. Ja, die 1 hatten wir vorhin auch. Und dann die 4. Das wäre logisch, aber... Naja, bei mir ist nichts logisch. So. Der Generator läuft. Da gucken wir doch mal. Zange. Hier brauchen wir ein Emblem. Schade, dass wir den Fisch nicht näher betrachten können. Ich habe genug von Elektroschocks. Da lasse ich lieber die Hände von. Nimm doch mal. Hier eine Zange haben wir auch nicht. Ich denke mal, wir brauchen dafür bestimmt ein paar Klemmen. So, was ist das für ein Teil? Bestimmt ein Eisblock oder so. Kann ich da was reinschmeißen? Nee. Körperteile? Okay. Da bin ich irgendwie auch erleichtert, dass die da nicht reinpassen, muss ich echt sagen. So, auf dem Dachboden sind wir gerade. Hier im Büro ist noch was zu tun. Da sind die Hunde ja weg. Ach, guck an. Was? Ich kann das Tresorrad nicht ohne Zeiger benutzen. Okay, wir haben 3 Klemmen. Ich gehe nochmal nach oben. Okay, die mechanische Hand.
Aha, das wird wahrscheinlich für den Safe unten sein. Okay, also. Die 1 ist die rechte Herzkammer. Muss ich die jetzt anklicken? Achso, warte. Achso, klar, ich brauche... Ja, ich brauche noch das Tresorrad. Kriegen wir das her? Vom Dachboden. Halsband, Körperteile. Ein Wimmelbild. Oh Gott, das muss so stinken. Ich kann mir das gar nicht... Oh, nee, ich möchte das gar nicht in meinem Gehirn, in meiner Nase haben. So, wir suchen eine Feder, einen Wecker und ein Schloss. Okay, wir suchen noch mehr davon. Ah, und noch eine Uhr brauchen wir. Da ist sie schon. So, jetzt suchen wir eine Schere, eine Hasenmaske. Warum auch immer man sowas hat. Spinnegehirn, Impfstoff und eine Kerze. So, das war die Kerze, Impfstoff. Ah, mit der Spritze. So, das haben wir auch. Schere und Spinne. Spinne. Ach, nehme ich die aus echten Diamanten. So, und jetzt suchen wir das Symbol, das steht hier oben. Hey, gefunden. Ein Schlosselement. Super. Dann setzen wir das noch ein. Wir wissen, was da drin ist. Mit dieser Flüssigkeit kann man alles reinigen, ganz toll. Super, wir haben ein sauberes Hundehalsband. Wahrscheinlich bekommen wir dann den Finger. Ich mach das so rum. Nein, wir haben eine Mini-Hand. Okay, was wir damit machen, das werden wir beim nächsten Mal sehen. Nicht sehen, sondern sehen. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss.